Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute ein Hardware-Reset an einem Asus All-in-One-Gerät. Ich habe hier ein Asus All-in-One-Gerät und zwar ist es ein Z240 ICGT. Das hat die Fehlerbeschreibung vom Kunde. Beim Drücken des An-Ausschalters startet der Rechner nicht mehr. Bildschirm bleibt schwarz, LED leuchtet nicht. Kann ich euch mal zeigen. Der Einschaltknopf sitzt hier auf der Rückseite. Wenn man den drückt, passiert nichts. Der Fehler stellt sich, also bei dem Gerät muss wahrscheinlich ein Hardware-Reset gemacht werden. Das hatten wir schon mal bei solchen Geräte. Manchmal stellt sich der Fehler auch ein bisschen anders dar, dass das Gerät zwar kurz angeht, aber kein Bild bringt und auch gleich wieder ausgeht. Ja, ein bisschen unterschiedlich, aber da hängt sich in der Regel irgendein Controller auf dem Mainboard auf. Und das heißt, man muss das Gerät jetzt komplett zerlegen, BIOS-Batterie abhängen, ganz kurz Quad schließen und dann sollte es wieder funktionieren. So, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an, das Gerät zu zerlegen. Bei dem Gerät ist so, da sind hinten gar keine Schraube drin. Da muss vorne diese untere Leiste hier weggenommen werden. Da sind Schraube drunter. Da muss man ja mit was Flachem hier einfach das bisschen weghebeln. Bisschen vorsichtig, dann sieht man keine Sorge Gebrauchsspuren. Und dann zwar geklebt, aber es geht relativ gut weg. Dann sind hier die Schraube drunter. Schraube habe ich alle draußen. Dann ist es natürlich noch zusammengesteckt. Da muss man auch am besten mit was Flachem außenrum gehen und es halt vorsichtig rauslöse aus dem Metallgehäuse. Das habe ich jetzt schon mal hier gemacht. Dann kann man es nach vorne wegnehmen. Dann muss man hier aufpassen, wegen den Kabel, die angeschlossen sind. Die sind nicht allzu lang. Die muss man dann abstecken. Ich fange jetzt mal hier an. Das ist nämlich das kürzeste Kabel. Bisschen vorsichtig sein, dass man nichts abreißt. Und dann hat man den Bildschirm auch schon weg. So. Nächster Schritt ist dann das Mainboard ausbauen. Dazu kann man das Gerät dann hinlegen. Dann müsste die ganze Schraube aus dem Mainboard raus. Auch am Kühler und so weiter. Und die ganze Kabel halt abgesteckt werde, dann kriegt man das Mainboard raus. Ich bereite das gerade mal so weit vor. So, ich habe jetzt die ganze Schraube mal rausgedreht, die ganze Folienkabel, Kabel abgesteckt. Muss mal ein bisschen vorsichtig sein, nichts kaputt machen. Nicht zu vergessen ist aus Kabel, das ist da unten angesteckt von der Festplatte. Und dann kann man das Mainboard rausnehme, inklusive Kühleinheit. So, wenn wir es jetzt rumdrehen, sehen wir hier die BIOS-Batterie. Einen Moment, ich mache mal Platz. So. Man die jetzt rausnehmen. In dem Fall ist jetzt relativ einfach, die ist gesteckt. Manchmal sind sie auch gelötet oder anders gesteckt mit Kabel. Und die Pole kurz schließt, damit alles entladen ist. Das reicht in der Regel schon. Kann man die Batterie wieder reinmachen. Und dann sollte das Gerät wieder funktionieren. Das war eigentlich schon alles beim Hardware Reset.